Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Ich bin schon auf dem besten Weg in den Orbit mit meiner kleinen Rakete. Kleine Rakete, man sieht es vermutlich nicht gut. Ist ein bisschen schade. Das ist die abgegradete Version meiner Mondrakete. Ich habe statt Solid Fuel Boostern 4 große Liquid Booster dran gebaut. Die zentrale Stage ist gleich und am Lander habe ich mehr Triebwerke, mehr Sprit. Ich muss mich drehen. Dürfte gar kein Problem sein, jetzt in den Orbit zu kommen. Ich glaube, ich habe auch viel zu früh geburnt. Wie viel Delta V habe ich dann noch? 7000 Meter pro Sekunde. Ja, ich glaube, ich habe es diesmal ein bisschen übertrieben. Ich habe Kerbin Atmospheric hatte ich 6000 Meter pro Sekunde Delta V. Nachdem ich die ersten Tanks abgeschmissen habe, war ich schon bei über 8000 Meter pro Sekunde und halte mich ja immer noch bei über 6000. Also wenn das nicht reicht, um auf dem Mond zu landen und zurückzukommen, ich habe Valentina eingesteckt, leider wird es nicht reichen, um Jeb zu retten. Ich habe die Teile dafür nicht. Ich brauche einen größeren Lander, ich brauche eine größere Cannon. Ich hätte hier das Teil von den Jets drunter setzen können, das hätte wahrscheinlich sogar gepasst. Aber ich weiß nicht, wie man da ein- und aussteigt. Puh, das ist ein ganz schön... Ach so, ich burn dann gar nicht auf 100%. Und ich bin über meine App Apoapsis weg. Das ist wieder ineffizient wie nichts Gutes. Naja, in Orbit komme ich noch. Das ist kein Problem. Ich komme mit der Stage, kann ich wahrscheinlich sogar einen Transfer Burn zum Mond rüber machen. So, Periapsis 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ja, passt. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich hier so etwa. Nee, das ist mir schon wieder... Da, das ist doch super. Wollen wir doch mal gucken, ob sich das Ding auch drehen lässt, ohne dass ich Gas gebe. 57 Sekunden Burn, wie viel habe ich denn noch in der Stage? Minute 26. Ja, die reicht. Ich habe es echt übertrieben, da hätte ich oben noch die Kapsel draufsetzen können. Wahrscheinlich, oder eine zweite Kapsel drauf, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich frage mich, ob ich den Launch vielleicht wiederholen sollte. Wupp, 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 du drehst dich zu weit. Du drehst dich zu weit. Ah, crap. Ich könnte auch echt mal ein bisschen Geld für RCS springen lassen. Komm, dreh dich, dreh dich.
fest ich auf das A drücke. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt aufhören. Ich muss ja nur in die ungefähre Richtung zeigen, das reicht ja. So, jetzt sieht man mein Gefährt auch. Wie lange habe ich denn noch? Ach, noch eine Weile. Dann time warpen wir. 57 Sekunden sind 28 Sekunden. Vorher sollte ich dann. Und zwar jetzt. Ja. Das sieht gut aus. Kann ich die Stage für den Transfer nehmen? Werde ich dann irgendwann unterwegs wegschmeißen? Das ist zwar eine Menge Fuel, aber pff, kann mit der anderen in einen Orbit kommen. Und dann. So. Das ist doch schön. Ja. Dann time warpen wir doch mal. Der arme Jeb. Aber was will man machen? Raphael, Delta V. 35 Sekunden kann ich mit der Stage noch burnen. Vorstellen. Und dann rede ich bitte doch mal Retrograde. Sehe nicht ein, dass ich das selber machen muss. Dafür bitte auch einen Top-Pilotin. Habe ich hier überhaupt Solar-Panels dran? Ja. Electric Charge sieht auch gut aus. Vielleicht ein bisschen drehen. Ein bisschen ins Licht. Nee, das hat nicht geholfen. Wo ist denn die Sonne? Ja. Okay. Ach. Komm schon. Komm schon, Baby. Ich glaube, ich hätte mehr Solar Panels gebraucht. Ja, mal ganz ehrlich, ich brauche den Sprit ja hinterher sowieso nicht mehr. Warte mal. Die treibt jetzt in Ruhe weg.
ich das sehen? Ah, die wird hier Moon Escape haben, oder? Denke ich zumindest mal. Währenddessen versucht Valentina immer noch das Ding Retrograde zu kriegen. Das sieht doch gut aus. Dann brauche ich mal zum nächsten Manöver. Damit er mal besser abschätzen kann, wie lange ich burnen muss. 55 Sekunden. Das ist okay. Dann burnen wir in 3, 2, 1. Vollgas! Oh, hat er sich ganz schön vertan, wie lange ich burnen muss. Oh, ich habe die Struts vergessen. Ich hatte sie angebaut und dann vergessen zu speichern. Okay. EVA Report. Gut, das gibt nichts mehr. Full Report? Auch nicht. Dann, bremsen wir doch mal ein bisschen. So. Retrograde. Ich bin jetzt genau falsch rum. Ich würde gerne im Hellen landen. Da! Da ist Retrograde. Ah! Vielleicht hilft's, wenn ich genau hier die Triebwerke anschalte. Ja, nee. So wird das aber nichts mit im Hellen landen. Ja, die Stage ist auch so gut wie leer. Hier nochmal. So, dann nochmal Retrograde. Ist zwar ein bisschen ineffizient, aber pff. Wie lange habe ich denn? 1,9 Sekunden. Das war's. Ups, okay.
Alter 5. Lunar Approach. Mal gucken, ob das reicht. Ja, ich weiß ja nicht. Suicide Burn in wenigen Minuten. Ich möchte eigentlich meine Surface-Geschwindigkeit ein bisschen drosseln. Wenn ich die jetzt so auf 100 runter habe, vielleicht ein bisschen mehr in Bodenrichtung bewege. Ach, da wäre es natürlich gut, wenn ich die Orbitalgeschwindigkeit weit runterbringe. Ja, läuft. So. Habe ich noch einen Kanister drin, oder? Ja, ist noch einer. Doch schon irgendwo meinen Schatten sehen. Ups, das war zu viel. Da ist mein Schatten. Ich würde eigentlich gerne so bei 12 Meter pro Sekunde bleiben. Na, oder ein bisschen weniger. So. Zack, gelandet. Observe Mystery Goo. Neo. Observe Materials Bay. Ja. Achso, EVA. EVA Report. Und dann, was macht man? Take Data? Und dann mache ich einen neuen Crew Report. Wie war das? Ja. Let go! Let it go, Valentina, let it go. Plant Flag. Recommence landing. This time with a return. So.
EVA Report. Mhm. Und Surface Sample. So viel Science. Diesmal auch ein Gefährt, wo ich keine Ahnung, wo ich keine Angst haben muss, es umzuschubsen. Ah! Was mache ich denn da? Okay, versuchen wir das doch nochmal. In diesem EVA-Ding bin ich echt schlecht. Hallo? Ach so, wenn ich Climb drücke, macht die das Jetpack einfach wieder aus. Wie viel Monopropellant haben wir denn noch? Das wäre natürlich extra peinlich jetzt, wenn ich eine super Landung hingelegt hätte. Noch so viel Rohstoffe dabei habe. Ja, dann, was haben wir hier denn noch? Polar Orbit of Kerbin, Explore the Moon. Jetzt muss ich nur noch was nach Hause bringen. So, dann nehmen wir ab. So, 26 Kilometer und da kann ich zirkularisieren. Warp hier. Wie gut das Ding lenkbar ist. Das ist der Hammer. Ja, läuft. Ist nicht perfekt, aber... Ich möchte mal gucken, ob wir von hier aus Jab sehen können. Wahrscheinlich nicht. Oh. Da mache ich mal einen Screenshot von. So. Nächster Schritt. Hier rum fliegt der Mond in die Richtung. Dann muss ich in die Richtung. Upp. Ja. Minuten Burn, glaube ich nicht. 185 Meter pro Sekunde, das dürfte nicht viel sein. Ach, Estimated Burn sind 6 Sekunden. Das klingt wahrscheinlich, ja. Warpen wir doch mal zum nächsten Manöver. Ah, das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Und da habe ich auch schon einige Fuck-Ups gehabt.
So, nochmal genau auf der Node positionieren. Und Vollgas. So. Wappen wir da doch mal hin und dann muss ich. Wo komme ich denn da raus? Vor meiner Apoapsis? Wow, 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 wow. Nee, ich drehe mich in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht hätte. Bremsen, ich möchte bremsen. Ich habe auch noch gut Liquid Fuel hier drin. Electric Charge ist vorhanden. Ich habe ein Heat Shield dabei, oder? Oh Gott, ja. Ach so. Ja, ich wollte nicht. Ich wollte bremsen, nicht Time Warp. Die hätte ich gerne bei 40 Kilometer. Habe ich hier denn noch? Oh, das reicht sogar noch zum Bremsen. So. Trete ich bald wieder in die Atmosphäre ein und habe noch eine Minute 40 bis zu meiner Periapsis. Dann habe ich sie auch. Ja, ich denke mal, ich komme knapp über eine halbe. Ja, Missionszeit sind 2 Tage, aber Aufnahmezeit ist ein bisschen über eine halbe Stunde. So. Periapsis-Height sinkt. Gut, alles ordentlich gestaged. Es wird wahrscheinlich meine Kollektoren abreißen. Aber das ist okay. Sobald ich Re-Entry-Effects habe, werde ich auch mal wieder Gas geben. Tut sich aber bisher nichts. Aber ich bremse. Ordentliches Aero-Braking. Gut, nicht, dass ich das nötig gehabt hätte. So viel Fuel. Oh. Oh, so super kann ich gar nicht bremsen mit der Kiste. Vielleicht sollte ich sie abschmeißen, bevor sie explodiert. Ah, ich kriege noch keine Overheat Warning. Von daher. Oh. Oh, Mist.
Ja, den hätte ich mir auch sparen können. Also nicht komplett, aber. Altitude 900. Ich traue den Parachutes nicht mehr, die gehen mir viel zu spät auf. Ich meine, ich bin mit den Standardeinstellungen noch nie in den Boden geknallt, aber. Wer weiß, wer weiß. Denkst du, bei 5 Kilometern kann ich den Schirm auch langsamer aufmachen? Ich verliere ja immer noch gut an Geschwindigkeit. Und ich lande sogar im Meer. Na, machen wir ihn auf. Möchte ja auch nicht zu schnell sein, wenn das Ding dann voll deployed. So, wir durchbrechen die Wolkendecke. Ach, 130 Meter pro Sekunde, das ist ja nix. Und Valentina freut sich. Oh. Die wird gute Erfahrungen mit nach Hause gebracht haben. Erfahrung und Science. Ich kann mir endlich alle meine teuren Forschungswünsche erfüllen. Ja, 7,2 Meter pro Sekunde. Optimal, würde ich sagen. Oh, warte mal, was ist die Crash Tolerance von den Dingern? Ich glaube, die liegt bei 7 Meter pro Sekunde. Das heißt, ein bisschen weniger wäre cool. Kann ich das abschmeißen? Ich würde das gerne abschmeißen. Ich hoffe, dass ich die coolen Minmus-Verträge jetzt bekomme, weil Minmus-Verträge super, gar kein Problem. Geschwindigkeit macht mir Sorgen. Na gut. Ja. Recover Vessel. Ach, 381 Science und so viel EP für Valentina. So, das bedeutet natürlich, dass sie jetzt Dinge forschen kann. Mainsail Liquid Engine, Twin Bore Liquid Fuel Engine. Was habe ich denn gesagt, was ich brauche? Ich habe doch sicher von irgendwas gesagt. Oh Gott, das brauche ich dringend. Große Nose Cone. Aerodynamics. Ja. Probe-Material. Ein klitzekleiner Decoupler. Ordentliche Solarsegel. Was haben wir hier? Große Fuel Tanks. Also das nehme ich erstmal. Was habe ich hier? Ach, die ganzen kleinen Dinger. Separatron. Separatrons hätte ich schon total gerne. Die wären total dufte. Was fehlte mir denn noch, wo ich gesagt habe, das fehlt mir, das brauche ich, das will ich. Der Hitchhiker Storage Container. Ja, den hätte ich nämlich gerne gehabt. Och, shit. Habe ich Science liegen lassen? Ich glaube, ich habe Science liegen lassen. Naja, der hat ein Reaction Wheel. Ich nehme das. Dann kann ich noch ein großes haben.
Ja, das ist ganz schön viel Science für einen Separatron. Fuel Tanks. Habe ich denn. Ich gebe mal nichts aus und gucke, ob ich überhaupt Düsen für Fuel Tanks habe. Für ACS meine ich. Wo sind die denn? Nee. Das heißt, ACS-Tanks erforschen wäre machbar. Ach, das ist übrigens meine Rakete in ihrer vollen Pracht. Ich bin ja besonders stolz über diese Dings hier, die ich hier gespannt habe. Ja. Der hatte Reaction Wheel. Ja, der hatte ein Reaction Wheel. Gut. Ja, ich denke mal. Das ist jetzt auch nicht mehr so spannend, abgesehen davon, dass ich hier nochmal reingucken wollte, ob ich Science habe liegen lassen. Waren da Thermometer drin? Ja. Crap. Naja. Das war auf jeden Fall mal eine erfolgreiche Landung und Rückkehr. Ich meine, die Landung von Jeb war auch erfolgreich, nur sitzt er da jetzt halt recht allein rum. Alles klar. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und dann, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!